In diesem Video geht es um sexuelle Gewalt, darum an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Falls dich das Thema auf irgendeine Art und Weise beschäftigt, dann raten wir dir, das nicht alleine zu schauen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann findest du sie hier. Das Horrorszenario, man läuft durch den Park und man wird vergewaltigt, das ist sehr, sehr selten. Viel mehr Gewalt findet im sozialen Nahraum, also auch bei den Menschen, die man halt kennt, statt. Oder in Beziehungen. Und es ist dort oft schwieriger zu erkennen für die Betroffenen, weil es ist ja der Partner. Ich habe jetzt nicht die körperliche Gewalt erlebt, sondern eher so ein bisschen auf psychischer Basis von Unterdrückung oder die mentale Unterdrückung, die sexuellen Übergriffe. Es hat einfach mal so nach einem Jahr hat das angefangen. Ich kann nicht einmal sagen, was der Grund dafür war. Radio Dreifach. Vor ein paar Wochen habe ich diese Schlagzeile gesehen. Eine junge Luzernerin war vor Gericht, weil sie vergewaltigt worden ist, und das von ihrem Freund. Die Schlagzeile hat mich nachher mega stark noch beschäftigt und ich habe dann auch mit Leuten aus meinem Umfeld geredet und bin ziemlich fest verschrocken, als ich gemerkt habe, shit, mega viele Leute haben schon unvernehmlichen Sex gehabt. So zum Beispiel auch, nennen wir sie mal Serena. Sie hat in ihrer letzten Beziehung sexuelle Gewalt erlebt. Sie kann erst seit kurzem über das reden und auch nur ihr engstes Umfeld weiss über das Bescheid. Und darum möchte sie auch für das Gespräch anonym bleiben. Aber sie hat sich bereit erklärt, mit mir über ihre Erlebnisse zu reden. Hallo. Morgen, Jelena. Freut mich, schön, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Was ist denn dir konkret passiert? Ich war in einer Beziehung, in der ich jetzt nicht die körperliche Gewalt erlebt habe, wie man sie sonst kennt, sondern eher so ein bisschen auf psychischer Basis von Unterdrückung oder die mentale Unterdrückung, die sexuellen Übergriffe. Das hat einfach mal so nach einem Jahr hat das angefangen. Ich kann nicht einmal sagen, was der Grund dafür war. Auch Alkohol war im Spiel. Und die sexuellen Übergriffe haben sich dann vor allem in der Nacht, also er hat das Gefühl gehabt, er muss erst spät ins Bett kommen, schon geschlafen. Und es ist einfach wirklich so ein Aufgeilen an deiner Partnerin, bis du eigentlich nachher befriedigt bist. Und es ist scheißegal, ob die andere Person schläft oder ob sie nicht will. Und du wirst dann eigentlich so lange zuzwungen, bis du nachher nachgibst. Also wo ist für dich so die Grenze zwischen ja, okay, ich habe jetzt nicht so Lust, aber es kommt dann vielleicht schon noch, und Vergewaltigung? Bei Vergewaltigung geht es bei mir wirklich darum, es ist Gewalt im Spiel gewesen, du hast jemanden verletzt und er hat nie Gewalt bei mir angewendet, sondern eher so ein bisschen, es ist gegen meinen Willen gewesen. Das habe ich aber erst später realisiert. Es hat viel gebraucht, bis ich dann mal gesagt habe, nein, so geht es nicht. Das ist eine Grenze, die überschritten wird. So wie du es jetzt erzählst, würden sicher diverse Leute sagen, dass das auch unter Vergewaltigung geht. Ja, das habe ich auch von vielen schon gehört. Der eine hat das mit Vergewaltigung zu tun. Und ich habe dann gesagt, nein, es war einfach gegen meinen Willen und ich war ja mit ihm in einer Beziehung und habe es immer versucht, aber es war okay. Es war aber nur okay. Aber ist das wirklich okay gewesen? Als mir Serena von ihren Erlebnissen erzählt hat, hat es mich wirklich mega geschaudert und ich hatte extrem Mühe, das irgendwie so zu verdauen und das alles zu greifen. Serena sagt nämlich, sie sei nicht vergewaltigt worden, sie habe sexuelle Gewalt erlebt. Sie macht da also einen klaren Unterschied. Aber ab wann redet man denn eigentlich von einer Vergewaltigung? Das ist eben nicht so genau definiert. Wo die gesetzliche Grenze genau liegt, das möchte ich von der Ximena Brog wissen. Sie ist Assistenzprofessorin für Strafprozess und Strafrecht an der Uni Luzern. Okay. Ja, sitzen wir uns doch da gerade. Also gesetzlich ist es so, dass man von einer Vergewaltigung redet, wenn das Opfer zum Sex quasi gezwungen wird, wenn es genötigt wird. Das ist so zu verstehen, dass der Täter gegenüber dem Opfer zum Beispiel Gewalt anwenden muss. Oder er muss es bedrohen, er muss psychischen Druck ausüben oder auch sonst das Opfer einfach widerstandsunfähig machen. Das ist das Nötigungselement. Eines von denen muss vorliegen und erst dann kann man gesetzlich von einer Vergewaltigung ausgehen. Nicht als Vergewaltigung geht durch, also einfach das Nein.
ein Nein langt momentan nicht. Und jetzt wird man, ja, ist ja sehr häufig diskutiert worden, über das nur Ja heisst Ja. Oder? Mhm. Kannst du das vielleicht auch noch ganz kurz ein bisschen erklären? Was also das sind so zwei Theorien. Nur Ja ist, also Ja ist Ja oder Nein ist Nein. Ja ist Ja heisst, es ist, also die sexuellen Handlungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn eingewilligt wird, wenn ein Ja vorhanden ist, ausdrücklich oder konkludent. Und umgekehrt ist dann eine Vergewaltigung bei der Nein-ist-Nein-Theorie, wenn eben das Opfer Nein gesagt hat. Im Moment befasst sich unsere Regierung mit diesen zwei Theorien, die Kim Enobrog erklärt hat. Wenn ich jetzt aber hier auf dem SRF ein bisschen zu dieser Gesetzesvorlage mit dem Grundsatz «Nur Ja heisst Ja» ein bisschen nachlesen, gibt es in der Kommentarspalte doch so einige Gegenstimmen. Und wenn wieder oft aus dem alkoholisierten Ja morgens dann ein Nein wird? Aha. Dann muss man jetzt eine Tonaufnahme machen mit Datum und Uhrzeit, in der beide ihr Ja bekräftigen. Ansonsten kann man es ja nicht beweisen. Wenn der eine Partner mit dem Sex nicht einverstanden ist, kann sie, er ja einfach aufstehen und nach Hause gehen. Aber einfach aufstehen und weglaufen in einer Beziehung, wo man sexuelle Gewalt erlebt, das ist wirklich nicht so einfach. Das hat uns Serena vorher auch erklärt. Um das Ganze zu verarbeiten, hat Serena sehr viel mit Kolleginnen und Kollegen geredet. Sie hat ihr recht geholfen. Sie ist aber auch in Therapie gegangen. Ich rede jetzt gerade noch mit der Salome Glor. Ich habe mit ihr einen Zoom-Call. Sie arbeitet beim Nottelefon in Zürich. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, wir sind eine Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen. Wir sagen ganz klar, und es ist auch strafrechtlich so, was gegen den Willen von jemandem ist, ist nicht Sex, sondern ist Gewalt, ist sexuelle Gewalt, oder? Mit dem geht ja so ein bisschen einher, dass die Opfer den Täter vielleicht unbewusst auch ein bisschen schützen. Oder eben, ja, wir sind in einer Beziehung, das ist ja nicht böse gemeint. Wie erklären Sie sich das? Ich denke, eben weil es vielleicht, wenn es der Partner ist, dann ist es ja wie nicht schwarz-weiß. Man hat auch schöne Sachen erlebt. Die von einem Menschen, den sie nicht gut kennen, das Gewalt erleben, das ist nicht unbedingt einfacher, aber es ist wie einfacher, weil man einfach den Menschen eher kann in eine Schublade tun von ah, mit dem will ich einfach nichts zu tun haben. Was könnten Betroffene machen? Es gibt in jedem Kanton in der Schweiz gibt's, Beratungsstellen. Die Stellen die gehen nachher nicht zu der Polizei oder machen etwas, ohne dass man das abgesprochen hat. Und jede Gewaltgeschichte ist verschieden, jede Beziehung ist verschieden. Es gibt nicht den Weg, so, was man da machen kann. Was kann ich denn als Kollegin machen, wenn jetzt mir jemand erzählt, hey, mir ist so etwas passiert? Grundsätzlich wirklich das einfach mal ernst nehmen und entgegennehmen und zuhören. Man muss auch wirklich denken, die Person hat wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum wie erlebt, dass jemand von außen wie bestimmt was läuft. Oder? Und wenn man jetzt quasi von außen wieder sagt, oh, jetzt gehen wir gerade sofort auf die Polizeipost oder jetzt läuten wir gerade an, ist eigentlich wieder eine Fremdbestimmung. Oder? Und dass man dort einfach wirklich aufpasst, dass die Person, die es betrifft, soll das können entscheiden und soll informiert sein und dann aus dem heraus dann überlegen, was will die jetzt machen. Radio Dreifach.